Hallihallo und herzlich willkommen auf Nuclear Nightmare zu einem kleinen, aber feinen Game Boy Color Review. Diesmal soll es um das The Grinch Spiel geben. Der Grinch, da werden doch viele sagen, ein toller Film mit Jim Carrey aus dem Jahr 2000. Aber kann denn ein Lizenztitel zu so einem Film auch was taugen? Die sind doch meistens Schrott. Ich würde sagen, lasst euch das doch von mir im Video erklären, denn The Grinch auf dem Game Boy Color ist vielleicht doch ein Stückchen besser, als ihr vielleicht denkt. Viel Spaß mit diesem neuen Review. Die Geschichte des Spiels ist natürlich dieselbe wie im Kinofilm. Der böse Grinch wohnt in der Nähe von Whoville auf einem einsamen Berg und möchte Weihnachten verhindern, weil die Leute in Whoville ziemlich konsumgeil sind, so wie auch in der Realität, und ihm der ganze Kitsch auf den Zeiger geht. Für Game Boy Color Verhältnisse wird das Ganze in einer wunderschönen Intro-Sequenz präsentiert. Kommen wir doch mal zum Gameplay. Dieses lässt sich ganz einfach als eine Mischung aus Pac-Man und Metal Gear Solid beschreiben. Ihr seid in labyrinthartigen Levels aus der Vogelperspektive unterwegs und müsst dort alle Geschenke einsammeln. Habt ihr dies geschafft, so ist der Level beendet. Aber lasst euch ja nicht von den Hus erwischen. Diese sind zahlreich unterwegs und sobald sie euch sehen, rennen sie hinter euch her, um euch umarmen und knutschen zu wollen. Das ist ja wohl das Schlimmste, was dem Grinch passieren kann. Aber Achtung, das Spiel hat ein striktes Zeitlimit. Diese könnt ihr aber zum Glück auffüllen, solltet ihr kleine Münzen mit einem T darauf einsammeln. Außerdem ist es möglich, mit dem B-Knopf zu kriechen und euch so hinter Objekten zu verstecken oder auch in bestimmte Höhlen bzw. Eingänge reinkriechen zu können. Mit A kann sich der Grinch außerdem wehren, indem er nämlich irgendetwas pustet. Ich weiß nicht, was diese kleinen blauen Pixel sein sollen. Auf jeden Fall werden so die Gegner für eine Weile paralysiert. Dies hält aber nicht sehr lange an. Apropos Gegner, sollten sie euch entdecken, dann wird das Gameplay viel schneller. Nicht nur ändert sich die Musik und die Gegner rennen hinter euch her, auch der gemütliche Grinch ist auf einmal viel schneller auf den Socken. Aber die Alarmbereitschaft der Gegner hält nicht sonderlich lange an. Entweder lauft ihr in einen weiteren Screen, spätere Stages bestehen nämlich aus mehreren Screens, oder ihr lasst einfach die Gegner sich selbst für eine Weile ruhig stellen, indem sie sich nämlich gegenseitig anrempeln und erstmal auf den Hosenboden fliegen. Das sieht sehr amüsant aus. Das Game bietet zwei verschiedene Characters, die ihr euch aber nicht selbst auswählen könnt, sondern das Spiel bestimmt, wann welcher Charakter dran ist. Außer dem Grinch gibt es noch seinen Schoßhund Max. Dieser kann sich natürlich auch ducken und dann durch die Gegend kriechen. Allerdings hat er auch noch einen Sprung auf Lager, womit er Gegner überhüpfen kann, sollten sie ihn entdecken. Das ist natürlich ein sehr cooles Feature. Außerdem gibt es meistens auch Hunde als Gegner, wenn man Max spielt. Nur wenige Menschen sind mit dabei. Komischerweise können einen natürlich die Hunde nicht vom Weiten riechen, was in der Wirklichkeit natürlich der Fall wäre, aber es handelt sich ja hier auch um ein Videospiel. Sonst wäre das Ganze ja noch schwieriger, denn der Schwierigkeitsgrad zieht nämlich ziemlich schnell ganz schön stark an. Kommen
Kommen wir doch mal zur Technik und Sound. Das Ganze reißt jetzt keine Bäume aus für Game Boy Color Verhältnisse, aber die Zwischensequenzen Game Over sowie Continue Screens sind doch sehr liebevoll designt. Das Sprite Work ist auch okay, was die Animationen betrifft. Leider ist alles ziemlich fummelig klein geworden, was mir dann doch nicht so zusagt, aber dafür ist die Übersicht gewahrt. Der Sound plätschert leider so vor sich hin, aber insgesamt passt er doch zum Geschehen. Leider kann man im Grinch-Spiel nicht speichern, dafür gibt es aber ein Passwortsystem. Einen Link zu allen Passwörtern findet ihr unten in der Videobeschreibung. Mit über 30 Level, die in 7 Welten gegliedert sind, bietet The Grinch doch einiges an Umfang. Wer hätte das gedacht? Kommen wir doch mal zu meinem Fazit. The Grinch für den Game Boy Color ist ein tolles Spielchen für zwischendurch. Vor allem, wenn man es wie ich als loses Modul für 16 Euro inklusive Versand ergattert. Möchtet ihr es allerdings im Komplettzustand haben, dann werden eher so 70 Euro fällig. Das ist es auf keinen Fall wert. Es ist halt ein Game, was man mal zwischendurch einlegt und sich ein bisschen drüber freut. Denn mit Herz gemacht ist es schon. Allerdings ist es doch ziemlich frustrierend und schwer. Sagt mir doch mal in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Und wenn ihr das Ganze jetzt heute an Weihnachten am Heiligabend geschaut habt, dann wünsche ich euch und euren Familien noch ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder, wenn ihr mögt. Alle 14 Tage, sonntags um 20.15 Uhr gibt's ein neues Video auf meinem Kanal. Liken, kommentieren und abonnieren. Bis zum nächsten Mal, euer Martin. Tschüss.